Hallo, ich bin Dirk Westrup. Ich bin Gesellschafter bei der Westrup Koch Milch GbR. Wir sind ein gemischter landwirtschaftlicher Betrieb mit den Schwerpunkten Milchviehhaltung, Ackerbau und Biogas. Wir bewirtschaften 750 Hektar, davon sind 600 Hektar Ackerbau. Als Kulturen bauen wir an Mais, Weizen, Gerste, Raps, aber auch weitere speziellere Kulturen wie Grassamenvermehrung oder Grünroggenvermehrung. Als konventioneller Betrieb führen wir Pflanzenschutz auch mit der Spritze durch und möchten diesen möglichst präzise eben anbringen. Wir haben seit 2019 die Möglichkeit gehabt, die Direct Inject Maschine zu testen. Und was uns besonders gut gefallen hat an der Maschine ist die gute Integration in der Software. Dass es also sehr übersichtlich, sehr einfach eben hinzuzuschalten ist. Und was wir ebenfalls hervorragend finden, sind die sehr kurzen Reaktionszeiten, sodass es sogar möglich ist, Applikationen zum Teil auf sich zu fahren, weil das Mittel sehr schnell eben dann ansteht an den Düsen und dann auch eben gezielt ausgebracht werden kann. Ein weiterer interessanter oder wichtiger Aspekt ist jetzt auch, dass die Reinigung voll integriert ist. Wir haben viele unterschiedliche Kulturen und da ist es eben wichtig, dass man zuverlässig von einer Kultur in die nächste wechseln kann und dass dieser gesamte Direct Inject Pfad auch mitgereinigt wird. Beim Einsatz der Direct Inject sind wir erst etwas vorsichtig herangegangen. Wir haben das erst einmal so ausprobiert mit Mangan, dass wir also in gewissen Bereichen, wo ein höherer Manganbedarf offensichtlich bestand, dass wir da das zudosiert hatten. Wir hatten aber sehr schnell dann Vertrauen eben in die Technik gefasst und haben dann auch eben die nächsten Schritte unternommen, dass wir zum Beispiel beim Mais eine Randbehandlung mit einem Gräserherbizid machen konnten, sodass wir also das Gräserherbizid nur am Rand zudosiert haben und in der Fläche, wo dann eben weniger Gräserdruck war, dann das Mittel einfach nicht zudosiert hatten und somit auch ein bisschen Mittel einsparen können. Das Gleiche ist auch beim Raps möglich, dass wir da ein Graminizid, also gegen Ausfallgetreide zum Beispiel im Vorgewende, wo es dann häufig etwas mehr ist, dass wir das dann gezielt einsetzen. Später haben wir dann auch beim Weizen in der Abschlussbehandlung nochmal gezielt ein Herbizid eingesetzt gegen Disteln oder auch Klette. Das haben wir dann auf Sicht gemacht, weil die Reaktionszeit so schnell ist, kann man das auch eben machen. Anderes Anwendungsbeispiel ist dann die Wachstumsreglermaßnahme. Die Bestände sind ja nicht überall gleichmäßig und da ist es eben möglich, bei einer gleichmäßigen Fungizidapplikation hier den Wachstumsregler noch einmal eben in den besonders starken Bereichen hinzuzudosieren. Wir sind durch die Direct Inject flexibler geworden. Wir haben eine kleinparzellierte Struktur hier und müssen somit von einem Schlag immer zum nächsten fahren. Und wenn ich jetzt bei einzelnen Schlägen noch etwas hinzudosieren möchte, dann muss ich nicht die Reihenfolge gegebenenfalls ändern, nur weil in der Mitte ein Schlag dabei ist, wo ich noch etwas zudosieren will, sondern das kann ich jetzt über Direct Inject machen. Bei einer Neuanschaffung einer Pflanzenschutzspritze wird Direct Inject auf alle Fälle Bestandteil der Ausstattung sein, weil die Erfahrungen eben sehr gut sind. Das Direct Inject System hilft mir, die Touren flexibler zu planen und damit aber auch Kosten einzusparen, weil ich unnötige extra Wege eben nicht fahren muss. Außerdem ermöglicht es mir leichter noch Pflanzenschutzmittel gezielter einzusetzen, Pflanzenschutzmittel einzusparen und auch dort nochmal Kosten zu sparen.